Und endlich geht es los mit einer Front auf der ersten Map auf DA Overpass. Mal schauen, wer die Nerf Front für sich entscheiden kann. Ah, Trade Kills sind da. Überzahl, wieder weggemacht von Prismatic. Jetzt sieht's gut aus. Die Rex gegen 2 und das war's. Die Nerf Front geht an Prismatic. Sie bleiben hier. Sie gehen auf den Switch, das heißt switchen von der T-Side auf die City-Side. Und somit starten wir mit unserer ersten offiziellen Runde. Prismatic gegen Swift Fox auf D-Overpass. Die erste Map in diesem Best of 3. Wir sehen viermal Kevlar auf beiden Seiten. Kit-Granate bei Prismatic. Smoke Molotov bei Swift Fox. Ja, man teilt sich erstmal hier ein wenig auf. Lelle alleine in die Mitte oben. Währenddessen man mit schon vier Leuten vor der B-Side steht und erstmal abwartet. Erstmal schaut, ob Prismatic hier durchpusht. Die stehen zu dritt hinten in Toilets drin. Und man wartet. Ebenfalls vergeblich auf die ersten Infos. Unten im CT-Storm sowie AKM haben sich umgeboostet. Um hier Swift Fox schnell zu sehen. Erster Smoke kommt rein. Info ist, Star Rotation muss jetzt kommen von der A-Side. Und unten können sie erstmal rauslaufen. Molotov geht auf. Boost auf dem CT immer noch da. AKM sieht erstmal keinen von kurz kommen. Die Bombe in der Smoke gelegt. Das heißt 5 gegen 5 Retake. Und sie kommen von allen Seiten. Wie ein Geschwader. Nimes über den Connector. Punk über den T-Spawn. Nimes muss aufpassen. Kurz stehen geht es weiter. Warten sie. Crossfire. Lelle unten links. Ah, Nimes rechnet hier mit ihm. Refired mal rein. Jetzt den Kopf links gesehen. Nimes. Na, rechnet auch noch und dann warten sie. Ja, wunderbar gemacht. T-Spawn ebenfalls hinten noch. Auch Punk ist raus. Und das sieht gut aus. Überzahl Swift Fox. Jetzt erster Trade-Kill. Der muss sitzen. Schaffen es aber nicht. A-Hack gegen 5. Und das ist die saubere Runde von Swift Fox. Verlieren keinen einzigen Spiel, nachdem man bei Prismatic ihnen die Bombside B schon fast schenkt. Und dann klappt der Retake nicht. Swift Fox upgradet direkt auf 3 AKs, geht auch mal für Doppel-UMP, währenddessen Prismatic hier auf die 5x Deagle Kevlar-Runde geht. Na, erst eine Deagle, vielleicht einen Headshot ziehen, stackt hier mit 4 Mann auf der B-Side, AKM ebenfalls oben im Heaven. Das heißt, A ist aktuell komplett frei. Ja, schiebt man wieder hoch, auf Verdacht, dass man hier nicht die A-Side komplett offen lässt. Direx, ja, aimt erstmal Richtung B. Und auf Lang geht es los. Mit 3 Mann Richtung A-Lang. Bombo nach immer hinten. Fast am T-Spawn liegend. Adrian schaut unten den Connector rein. Hinten boosten sie im CT. Und die Zeit. Die rennt ihn hier so ein bisschen davon. Prismatic bisher ohne große Infos. Punk schaut hier Richtung Kurs mit der Deagle. Triple Boost hier von Prismatic. Und Swift Fox hat im Connector gesetzt, das heißt, die ersten Infos haben sie. Sneaken sich jetzt hinten Richtung Toilets an die A-Side entlang. Und auch Ahead riecht den Braten hier schon so ein wenig. AKM und er aimen zu zweit die A-Side ab. 40 Sekunden für Swift Fox. Teilen sich jetzt auf Richtung kurz, Richtung lang. Ahead im Sprung kommt da die ersten Infos auf lang. Aimt jetzt Richtung kurz. AKM ebenfalls. Sie warten 30 Sekunden. Immer noch der Dreimann-B-Stack unten. Und dann ist die erste Info da. B-Stack nicht aufgelöst. AKM, A-Head versuchen es. Treffen die Deagle-Headshots nicht. Er ist raus. Und A-Head ist allein. Jetzt kommt die Rotation von der B-Side. A-Head im ersten Check-In. Dann eben der Trade von Lelle. Und das sind 3 Deagles. Ohne Kevlar, mit Kit. Und ohne Granaten, die hier in den Unterzahl-Retail gehen, währenddessen sie Swift Fox brav finden, auf kurz und auf lang hinstellt, damit sie natürlich optimal die Bombe abaimen können, sofern Prismatic hier versuchen sollte zu defusen. Sie bekommen keine Entries im Retake. Punk abgeschossen, Limus versucht zu traden, weiß Connector steht, Deagle holt ihn hier an der Box entlang und dann auf lang steht noch Pony. Ja, und dann war's das. Eine UMP aufgenommen. Aber mehr ist hier nicht drin. Das heißt, die Runde geht erneut an Swift Fox.
Und Storm, Limus. Ah, er stirbt noch. Im UMP droppt runter, kann er noch aufnehmen. Das heißt immerhin, Storm saved hier UMP und Kevlar für die nächste Runde. Aber Swift Fox führt mit 2 zu 0. Nächste Pistol Eco Round. Man kauft nichts nach. Also supportet die UMP mit Kevlar gar nicht. Nur USPs jetzt an den Deagle auf Punk. Und wieder der 3-Mann-Boost unten auf B. Aber Swift Fox geht das gekonnt kontern. Erneut mit 3-Mann Richtung lang und der Bombe. Und rechnet sich dort wieder gute Chancen aus. Währenddessen Bismatic wieder mit allen 5 Spielern auf B steht. Ah, jetzt Arcan wieder am Verschieben. Schaut von der Leiter nach oben. Erster Molotov kommt von lang. Nach hinten kommt jetzt Storm schon mit dazu. Ja, und die beiden wollen das irgendwie halten. Natürlich wissen sie, dass die AKs im Spielchen bei Swift Fox und dann müssen sie aufpassen auf die Long Distance. Storm jetzt angeschossen worden. AKM ebenfalls runter auf 60. Und die Bombe erstmal gelegt. Dreimal Boost jetzt aufgebrochen. Und es geht in den 5 gegen 5 Retake. Swift Fox. Zusammen steht man auf A kurz. 3 Mann über den Connector und Michael aimt ab. Genauso wie Lella. Die warten drauf, dass sie herumkommen. Jawohl, Doppelkill fast gesetzt. Lille pusht nach Tech 9 im ersten. Den zweiten trifft er nicht ganz. Michael kommt zur Hilfe. Und AKM versucht hier vielleicht noch eine AK mitzunehmen. Aber auch er muss sich jetzt hier zurückziehen. Wird es gepusht von beiden Seiten. Adrian pusht ihn hier ganz einfach runter. 3-0 Swift Fox. Solider Start in die erste Map. Und jetzt liegt das an Prismatic. Mit 4.000, 5.000 Dollar auf der Bank geht es in die erste Fullback-Round. Und die natürlich muss zum Erfolg gekriegt werden. Brauchen irgendwie die erste Runde auf dem Konto. Swift Fox wieder mit 4 Mann Richtung B. Erstmal die schnelle Smoke hinten mit 3 Mann. Ahead offensiv auf kurz. Ah, Flashback kommt gut. Ahead, jawohl. Ersten, den zweiten will er auch noch haben. Aber da ist AKM zur Stelle. Kann Trade Free Fire jetzt nochmal rein. AKM Doppelkill für ihn. Und diesmal schaut es nicht so gut aus für Swift Fox. Lelle, Birox. Ah, kann 1-2 mal traden auf kurz. Währenddessen Bismatic sich aufgeteilt hat. Punk auf lang. Lime ist noch auf B. Das heißt, das Ganze im 2 gegen 2 und Swift Fox, sie haben die Qual der Wahl. Sie können sich entscheiden, wo es hingehen soll. Und Lelle, er muss aufpassen, er ist angeschossen. 9 HP ist also fast One-Shot mit jeder Waffe in dieser Runde. Währenddessen Pyrex weiter in die Mitte abaimt. Punk oben steht hinten an der Party. Auch in die falsche Richtung, aber Pyrex sieht ihn erstmal nicht. Flashbang. Hinten auf B aufgegangen. Limus wartet hinten am Monster. Dann schaut er Richtung kurz, Richtung lang. Lelis nickt sich hier nach vorne. Limus weiterhin am Monster. Wartet drauf. 40 Sekunden für Swift Fox. Lelle. Oh, der Free Fire sitzt gut. Aber Instant Trade Kill von Pyrex. Aiming is on point. Bombe auf der Bombside drauf. Und Pyrex kann auch nochmal hochschieben Richtung A. Liegt für kurz und Punk kommt übers Wasser. Darf natürlich versuchen, keinen Step zu machen. Sich nicht direkt zu verraten. Er hat kein Kit. Und von daher muss er hier eigentlich extrem schnell in den Retake gehen. Pyrex zieht sich hinten Richtung lang zurück, währenddessen Punk jetzt reinkommt, hat gesteppt. Dann hat Pyrex gehört. Hört die Steps auf kurz, weiß, dass er über kurz drauf geht. Erster Smoke geht auf kurz auf, sieht den Schatten unten und Punk macht das. Erste Runde für Prismatic. Nachdem Punk es gerade so schafft, mit 19 HP aus diesem 1 gegen 1 hervorzugehen. Und viel länger hätte das Ganze auch nicht dauern dürfen. Jetzt heißt es anknüpfen. Bin ich Prismatic-Runde gewonnen. Trotzdem nur 3,5 bis 4,4 auf der Bank. Das heißt, die Runde muss erneut gewonnen werden. Swift Fox hingegen kann nochmal in die Full AK Buy-Round gehen. Das heißt, etwas bessere Chancen für Swift Fox in der 5. Runde. Erstmal wieder langsam aufbauen. Man steht wieder VB, ebenfalls im Connector. Erstmal liegen die Smokes. Währenddessen man wieder mit 4 CTs auf der B-Side steht.
Rechnet ihr damit, dass eben SwiftFox wieder Richtung B aufbaut und wieder kommt der Dreierboost. Storm, AKM wieder oben drauf, schaut Richtung Kurz, droppt runter. Und hinten Limus. Ah, er muss gleich aufpassen, denn SwiftFox könnte mit dreimal unten rauskommen. Erster Flashbang hangelt rein, Limus ist Flipschief rein. Oh! Kampf hier fast zweimal raus, den Wasser getradet, Unterzahl ist weg. Storm hinten mit der UMP, hat im Wasser, müssen aufpassen, denn SwiftFox ist onside. Die versuchen hier mal zu legen. An der Smoke-Kante. Ahead ist close. Storm prefällt ordentlich rein. Genauso Richtung Kurz. AKM mit der M4. Und das ist der 4 gegen 4 Retake. Pony, Pirex, beide angeschossen. Fällt raus gegen Ahead. Storm ist close auf Kurz. Ja, aimt hier auf die Kante. Schießt mal auf Prediction rein. Aber noch tut sich hier nicht wirklich viel. SwiftFox in der Unterzahl muss noch einen Kill setzen. AKM pusht durch. Kurz steht. Doppelkill für AKM. Lelle 1 gegen 3 Unterzahl. Und dann kann er sich nicht ganz konzentrieren. Und Prismatic schafft es, zwei Runden in Folge zu gewinnen. Trotzdem SwiftFox durch den Bombplant nochmals in der Wahlround. Man forst nochmal alles rein, investiert alles, was man hat. Wir sehen Kevlar, Helme, AKs, eine UMP, dazu viele, viele Granaten und diesmal das Ganze wieder Richtung Mitte aufgebaut. Punk, schnell, aha, komplett blind gewesen, kann also nicht mehr nach vorne gehen. Währenddessen sich Prismatic erstmal zurückzieht. Richtung Tolles, Richtung A-Side, immer noch mit drei Mann auf B steht. Ahead aimt hier auf den Boost gegen Kurz. Und SwiftFox baut das Ganze extrem langsam auf. Sie aimen erstmal ab B, Connector und eben Spielplatz. Schauen erstmal, ob Prismatic wieder offensiv irgendwo agiert, ob man irgendwo offensiv durchpusht. Was erstmal nicht der Fall ist. Jetzt kommt die erste Flashbang für lang. Hinten sind Spony und Lelle, die langsam lang durchgehen. Immer noch keine AWP auf beiden Seiten. SwiftFox langsam scheuen und Tolles drin, haben schon viel Raum eingenommen. Das heißt, sie natürlich haben auch die Kontrolle über den Connector. Das heißt, man kann schnell schieben, ebenfalls runter oder nochmal nach oben anfaken. Auch das ist drin. Pony schafft das nicht Richtung lang zu boosten, hat Storm hinten gesehen. Punk mit einer Granate für Toilets. Macht erstmal keinen großartigen Schaden. Das Ganze weiter in dem 5 gegen 5. Brisbane mit noch 1, 2 Molotovs, einer Smoke-Granate. Da muss man aufpassen. 20 Sekunden. SwiftFox muss was machen. Sie müssen onside laufen. Storm blind. Punk kurz hinter der Smog. Wartet hinten dran. Und die Position ist gut. Die Position ist echt Gold wert jetzt hier, sofern die Bombe gelegt werden sollte. Punk immer noch im Deck kommt. Kriegt den Bombplanter. Jawohl, 8 Sekunden. Triple Kill für ihn. Und dann ist Schluss. Dann Adrian. Bombe aufgenommen. Das sollte gerade noch so reichen. Ganz knappe Sache. 2 gegen 2 Retake. Lelle und Adrian gegen Limus und AKM. Und Prismatic hat ein Kit, ein Molotov aufgenommen. Währenddessen SwiftFox hinten Closed am Van. Adrian ist raus. Lelle 1 gegen 2. Hinten Boxen pusht, ist gespottet worden. Steht Close an der Wand. Zu zweit kommen sie. Diffusen einmal an. Lelle Doppelkill. Und das ist weiterhin die Führung für SwiftFox. Ganz schön knappes Ding. Und hätte hier vielleicht Punk noch ein Kill mehr machen können, dann wäre die Runde vorbei gewesen. Somit heißt es wieder Pistolake Round für Prismatic. Pushen diesmal A lang offensiv durch und da muss Pony aufpassen. Kommt mit der AK im Sprung, Infos gesehen, jawohl, schießt rein. Pony mit der AK geht 2-3 Mann, Doppelkill, den vierten auch noch. Jawohl, und instant Prismatic in der Unterzahl, 1 gegen 5. Punk schafft es nicht. Saubere Runde von SwiftFox. Keinen einzigen Spieler verloren. Prismatic im nächsten Versuch das Ganze in der Ballrun wieder zu holen. Sie haben 3 M4s, Doppel UMP dazu. Natürlich viele, viele Granaten. Ein Kit auf Limus und SwiftFox. Ah, will hier wohl schnell Richtung B gehen. Rechnet ihr vielleicht mit dem nächsten Piston Eco Round bei Prismatic?
Aber jetzt das Ganze erstmal abgeslaut, schauen Richtung Kurzpony. Ja, währenddessen A hat AKM sich erstmal defensiv zurückziehen, nicht offensiver Rollen gehen. Und somit natürlich keinen Nachteil für ihr Team riskieren. Lime ist hinten. Molotov kommt. Flash springt nach unten raus. Angeschossen. 3 HP. Smog nochmal nach. Dann kommt die Granate von Mikael. Flashbang kommt. AKM ist dann auf kurz. Ahead an der Wand. Wird abgesmogt. Kommt ein Spread und schafft es gegen, aber auf kurz ist AKM erfolgreich. Trotzdem die 3 gegen 4 Unterzahl aus Sicht von Prismatic. Bombe ist gelegt. Granatenhagel nochmal Richtung Bombsite. Und Swift Fox zieht sich komplett zurück. Richtung kurz, Richtung B, lange Röhre. Dornside schauen sie. Punk, Storm, sie brauchen einen Entry. Punk mit dem ersten Instant-Tracker von Mikael. Und Storm smogt sich kurz ab. Hat kein Kit in der Hand. Und muss aufpassen. Mikael unten gespottet. Der macht den zweiten auch noch. Und somit geht die Führung weiter. Und dann Swift Fox, sie bauen die Führung aus auf erstmals 4 Zähler. Und jetzt sehen wir erstmal hier die taktische Pause. Wahrscheinlich gecallt von Prismatic. Natürlich merkt man, okay, wir haben es in den ersten 3 Runden nicht hinbekommen, dann die Ballrunde geholt, die zweite ebenfalls. Und dann kam es zuvor, in der dritten Force by Round und jetzt wieder 3 Runden am Stück. Das heißt, man muss natürlich versuchen, Runden gut zu machen. Noch ist die Halbzeitführung drin. Und von daher taktische Pause, um für sich vielleicht noch ein bisschen anzupassen an Swift Fox, die das Ganze eigentlich meistens hier sehr, sehr langsam aufbauen. Und jetzt in die Pistol Eco Round gehen. Mito 50, 5-7, CZ, einmal Kevlar, Doppelflash und hinten Storm, Punk im Connector drin. Ja, brennt unten erstmal nicht an. Währenddessen Swift Fox wieder aufgeteilt aufbaut. Pyrex aimt B ab, Adrian den Connector. Der Rest schaut mal hinten Richtung Lang, Richtung Party, ob er hier vielleicht die ersten Infos bekommen kann. Warten immer noch zu zweit im Connector. Die Ace ist aktuell komplett offen. 2 Connector, 3 auf B. Adrian sieht den Connector stehen. Ahead geht es etwas offensiver auf B kurz. Und wir versuchen natürlich auch der B-Side ordentlich schon die Infos zu bekommen. Hingegen Mikael langsam unterwegs Richtung Alarm. Jawohl, Pony Doppelkill im Connector, holt sich Punk und Storm raus. Und jetzt geht das für Mikael schnell auf die A-Side. Währenddessen dort die Bombe natürlich ganz schnell gelegt werden könnte. Ahead im Connector, will versuchen Adrian irgendwie rauszunehmen. Molotovs, Smokes, Hagel Richtung A. Sie merken auf A, da ist gar keiner von Prismatic. Von daher kann man hier ganz einfach überlegen. Und Prismatic muss in den 3 gegen 5 Fütek vielleicht noch eine Waffe mitnehmen. Adrian aimt ab, wartet. Kommt, Ahead mit dem ersten. Kurz Lelle, versucht zu traden, schafft er erstmal nicht. Prismatic mit einer AK in der Hand. Kommen zu zweit über lang. Sie wissen, Toilet steht drin. Phyrex ist dort. Und Ahead versucht es. Trifft die Shots nicht komplett. Denn ich habe kein Kevlar. Doppel-Headshot. Und dann ist Ense. Ende im Gelände. AKM. Vielleicht noch wieder 50 Close Distance. Nein, nicht gegen Phyrex. 7 zu 2 für Swift Fox. Die machen bisher einen richtig guten Job. Währenddessen Prismatic wieder versucht in der Fullbaround das Ganze wieder in die eigene Richtung zu lenken. AWP, 4 M4s, ein Kit erneut auf Limes. Und Swift Fox wieder etwas schneller Richtung B kurz unterwegs. So, A hätte geboostert, ist blind und da haben sie extrem viel Glück. Pony runter auf 30, ist irgendwie noch am Leben. Das Ganze fast die Unterzahl gewesen für Swift Fox. Trotzdem weiterhin 5 gegen 5, währenddessen man auf Amit Punk und Storm steht, beide in Toilets drin. Schauen mal hinten Richtung Connector, Richtung Party, sehen erstmal keinen, ziehen sich etwas weiter zurück auf die A-Side. Swift Fox derweil mit allen 4-5 Spielern steht man vor B. Und da kommen jetzt die Granaten raus. Smogs, Flashes, Molotovs, alles rein. Ahead komplett blind, hinten pushen sie durch. AKM ist da, Ahead zum zweiten, Trade Kids kommen. Das Ganze im 3 gegen 3. Währenddessen Lelle, Pyrex über kurz, dafür ist drauf hin. Ahead ist noch defensiv, knapp geschossen.
Und alles liegt an Punk und Storm. Unten CT Close gewesen. Storm hat die Info, währenddessen Punk ebenfalls unten mit Close steht. Oh, trifft ihn durch die Wand an. Anschluss bekommen auf VHP. Storm kann traden. 2 gegen 2. Lele, Pyrex müssen die Bombs enthalten. Doch hier haben sie die AWP und eine AK. Ziehen sich etwas weiter zurück, um nicht beide gleichzeitig sterben zu können. Punk mit der AWP schaut Richtung Wasser. Small kommt für kurz. Storm nach links hinter Monster steht. Wer schafft es sich gegen AWP? Lele ist erfolgreich. VHP Punk muss sich entscheiden. Versucht er es, versucht er es nicht. Und dann heißt es nein. Es geht zurück, ab in den Connector und versuchen, AWP und Käfer durchzubringen. Das heißt, 8. Runde für Swift Fox. Die Herbstentführung, die ist erstmal sicher. Prismatic kauft nochmal Pistolen Kevlar hinzu, um die AWP zu unterstützen. Punk noch ein Diffuser, aber er alleine auf der A-Side stehen, währenddessen der Rest des Teams wieder mit 4 Mann Richtung B geht. Punk könnte vielleicht den ersten Kill setzen für Prismatic. In der Mitte laufen sie raus Richtung Toilets. Tony macht den Anfang. Punk hört die Steps drin. Kommt, schießt hinten. Pyrex ist gepusht von 1-2 Mann. Punk muss aufpassen, Auswahl steht und jetzt kommt die Rotation. Wir müssen schnell sein von B. Unterzahl Prismatic. Granaten fliegen onside. Smokes, Flashes, Molotovs. Ahead ist ebenfalls raus. 3 gegen 5 Unterzahl. Molotov Richtung Stairs, damit sie nicht hochlaufen können. Und Swift-Talks natürlich in der besseren Position. Sie haben die Bombe gelegt, das heißt, sie können sich erstmal defensiv zurückziehen Richtung Toilets, Richtung Connector. Alles up-aim. Hinten Pyrex muss schauen. Storm an der Smog ist angeschossen. 20 HP. Ja, flasht einmal, schafft das fast noch gegen Storm, jetzt ist der Trade Kill da und dann ist der AKM. 1 gegen 3, weiß, Bank pusht, hört die Steps hinten von Pony, schießt ihn runter, 40 HP. Und das heißt, durch die Bombe sollte er noch drauf gehen, tut er auch, kein Waffensafe bei Prismatic. Und 7 Runden Führung für Swift Fox. Und Prismatic, so langsam brauchen sie hier eine Idee. Irgendwas, was Witfox überrascht, womit sie nicht rechnen können. Die spielen wieder ein 4-1. Pushen diesmal offensiv B kurz durch. AKM, Ahead, Smoken erstmal abschauen Richtung Connector, dass hier keiner rausläuft. Währenddessen Swift-Fox wieder langsam über Mitte und auch über Connector und auch hinten mit Pyrex Richtung B aufbaut. Erstmal Infos bekommen, vielleicht auch hier mit Pyrex wieder Lucky Entry ziehen. Aber die Zeit, die rennt langsam runter. 70 Sekunden haben sie noch. Sie stehen vor B, sie stehen im Connector drin, haben sie gesaved, geklärt. Wir wissen, Connector ist komplett frei. Und damit kann man ebenfalls arbeiten. Lele unterwegs Richtung lang. Ja, will sich hinten hochboosten auf die Box. Punk muss also aufpassen, sobald er hier einmal springt, könnte Lenny das Ganze vorausnehmen. Und richtig hinten auf den Boost und holt sich Punk ab. Prismatic mit der Info. Doppel-Entry für Lele. Holt sich Punk und Storm raus. Rotation kommt. Connector gehört. AKM macht das gut. Insashi mit Ahead holen den ersten Trick gegen Adrian, aber jetzt müssen sie aufpassen, denn die Bombe, die läuft langsam Richtung A und Michael weiter in den Connector, aber Ahead holt ihn sich. Und jetzt muss Pyrex schauen, dass er nicht von hinten abgeschossen wird, denn sie kommen aus dem Connector raus, stehen hinten auf kurz, Smoke liegt, was ihnen erstmal hilft, 20 Sekunden, Bombe kann defensiv gelegt werden. Und Lele schaut nochmal Richtung Bank, clearen das, 3 gegen 3 Retake. Lele mit der AWP, schaut, überall fliegen die Granaten hin, sie haben noch 2 Smoke, Swift Fox. Prismatic mit Doppel-Molotov-Smoke-Granate, aber da sie hier keinen Entry mehr bekommen, im Retake geht es in den Safe von 3 Rifles, Kevlar, Kits und Granaten.
Und so langsam sieht's duster aus für Prismatic. 10-2 für Swift Fox. Die Jungs legen hier auf jeden Fall ordentlich zu. Also 8 Runden führen, das ist schon mal eine Hausnummer. Prismatic kann hier maximal noch auf eine 5-10 rankommen. Das heißt, 5 Runden Führung hat man ohnehin schon drin. Natürlich versucht das Ganze noch ein bisschen auszubauen, vielleicht auf ein 13-2. Ja, Pyrex an der Kante hinten, Limus geht nicht nochmal offensiv, bleibt defensiv auf der Barrel stehen. Währenddessen Prismatic wieder auf ein 2-3 geht. Swift Fox mit den Spielern hinten Richtung B und auch Richtung Connector geht. Man eben hier kurz vielleicht zu splitten, doppelt einzunehmen. Ahead und AKM müssen also aufpassen. Aimen jeweils Räder in eine Richtung, Richtung Connector oder eben Richtung kurze Röhre. Ja, Tür ist offen, Info haben sie. AKM erwischt Pony. Eine Granate in der Hand. Ahead hinten, muss aufpassen. Onside stehen sie. Smokes kommen raus, hinten Rampe gesehen, Ahead zum ersten, Ahead nicht zum zweiten, Drakey kommt rennen, AKM ebenfalls angeschossen, 3 gegen 3, alles offen. Währenddessen unten CT-Storm schon bereit, steht im Long Distance, M4 ist, wenn man sitzt. Lele und Pyrex, Bombe offensiv gelegt am Monster, währenddessen kurz noch steht, dann kommt die Free-Fire-Shots und beide sind hier angeschossen. Lele mit der AWP getradet, Pyrex 1 gegen 2, Wasser steht. Ah, Prefight ordentlich rein, die wissen, wo er kommt, die wissen, dass er eben von kurz auf lang kommen kann. Diffuse einmal angefaked, schauen Richtung lang, Richtung kurz. Und dann kommt er ganz sneaky vorbei, aber Storm hat ihn. Und die Bombe kann sicher diffused werden. Dritte Runde für Prismatic. Und das haben sie perfekt ausgespielt. Storm und AKM. Schön gemacht. Hier Freefrags gesichert und dann natürlich Lele rausgenommen. Pyrex ebenfalls geschoben ist über kurz. Zwei Runden noch in der ersten Hälfte. Beide sind natürlich immer der Fullball-Round, währenddessen das Geld bei Swift Fox fast auf Bäumen wächst. Prismatic braucht die Anschlussrunde, denn der Loser-Bonus ist weg. Man bekommt kein extra Geld mehr fürs mehrmals Verlieren hintereinander. Swift Fox schnell auf Big Kurz. Ahead ist blind. AKM ebenfalls. Jawohl! Diesmal geht's ab auf Kurz. Und instant die 4 gegen 2 Überzahl. Mikael Lelle müssen ihn versuchen zu traden. Und den ersten gegen Storm, der jetzt hinten auf lang gepiekt hat. Aber jetzt muss man schauen, denn Prismatic, sie haben den Vorteil. Sie haben die Überzahl. Sie spielen ein 3 gegen 2. Haben alle noch Full Life. Sie haben viele Granaten. 3 Defuse Kits. Und können es sich also leisten, ein bisschen abseits zu stehen. AKM im Connector hält den direkt offensiv hinten Richtung T-Spawn. Lele und Mikael machen keinen einzigen Step. Und sneaken sie jetzt erstmal hinten Richtung Alang. Die A-Side aktuell komplett offen. Also da können sie ganz einfach hingehen. Währenddessen die zweite auf B stehen, immer noch AKM hinten im Connector. Natürlich haben sie, sofern es in den Recheck geht, die Überzahl am Laufen. Das heißt, mit Molotov, Granate, Flashbang können sie extrem viel Schaden anrichten. Aber erstmal gilt es, die Bombe zu legen. 6,25 Sekunden, Mikael auf kurz, Lele auf lang. Er nimmt natürlich im Scope rein, dass er hier ganz schnell schießen kann, sich trotzdem selber nicht verrät durchs Unscopen. Und unten auf B riecht Punkt im Braten. Steppt Richtung A nach oben. Auch Limus schiebt schon 10 Sekunden. Sie wissen, was abgeht. Mikael schaut Richtung kurz überall hin Richtung Stairs. Lille positioniert hinten an der Stairs, an den Toilets. Und Mikael muss gegen 2 ran. Gegen Punk, gegen Limus. Kommt mit den Stairs hoch. Mikael jetzt noch zum ersten. Erster Hedge fliegt. Molotov hinten Richtung Bank. Und jetzt kommt aus dem Connector AKM. Und der kann den Backstep versuchen. Der Step kommt gegen die AWP. Holt ihn sich. Mikael 1 gegen 2. Schaut Richtung Toilets, hinten Onside steht schon. AKM kommt von der Seite, sieht ihn, Mikael zum ersten. Mikael hört es jetzt von Limus, der kommt los! Und Limus macht das! Vierte Runde Prismatic, sie holen 2 Runden in Folge und die war extrem wichtig.
Die Runde haben sie gebraucht. Wir sehen jetzt nochmal die Fullback-Launch. Währenddessen bei Punk und Storm ein paar Granaten fehlen. 4 zu 10. Also entweder heißt das hier 4 zu 11 oder 5 zu 10 am Ende der ersten Hälfte. Swiftrox mit der AWP auf Valelle. Währenddessen Prismatic hier nur mit M4s, einer AK und einer Pharmax die Runde bestreiten kann. Diesmal offensiv auf Alang. Oh, Storm, Punk machen das gut. Schießt Storm mit gefreefired. Holt sich trotzdem noch Mikael raus, wo der Tricky kommt. Und Punk mit der Granate ist von der Seite abgeschossen. Und das ist die Überzahl. Die Überzahl für Swiftfox. Man rotiert hinten von der Beast ja schon hoch. Ahead, auch Limes, kommt mit der Flashbang für kurz. Man weiß noch nicht, dass Swiftfox erstmal nicht die großen Attentionen hat, Richtung A aufzubauen. Erstes Smoke kommt Richtung Truck, man zieht wieder die zurück, um hier vielleicht ein, zwei CTs auf der A-Side zu halten. Genau das funktioniert auch hinten. Stehen A-Head und auch AKM weiterhin auf B, auf A, währenddessen nur Limes den Fokus Richtung B hat. Jetzt kommen sie nochmal über Kurs. Molotov in der Hand, weiterhin oben AKM am Truck. Scoped rein, Lelle kommt rum, holt den ersten, Spinner sitzt nicht, Instant Trade Kill, wird nichts verzogen, denn AKM, Ahead und Limas sind noch unten an der Stairs, an der Bank, 30 Sekunden, immer noch Überzahl für Swiftfox, und dann zeigt er sich Onside, Pony macht das gut, holt den nächsten raus, 1 gegen 3 Unterzahl, Limas muss es richten, Sprayt Richtung Side, oh, trifft die einzige Shot, und da bedankt sich Pony für, 11. Runde für Swiftfox, 11 zu 4 Halbzeit. Und das ist eine richtig gute Möglichkeit für Swiftfox. Denn damit können sie sich jetzt bei ihm versuchen, wenn sie die Pistolenround gewinnen sollten, könnten sie auf ein 14 zu 4 hochgehen. Und das würde Prismatic schon ordentlich Druck auf die Schultern laden. Der natürlich immer die erste Runde gewinnt, die erste für sich beanspruchen, damit Animals das weniger hektisch spielen. Und wir sehen es, die Halbzeitpause dauert etwas länger, also das heißt, man bespricht sich hier auf beiden Seiten wohl noch etwas. Ein paar letzte Anpassungen für die eben andere Spielseite. Mal schauen, was beide Seiten in der ersten Runde, in der zweiten Halbzeit so anstellen. Prismatic, geht man hier auf Granaten oder fuhrt man hinten vom T-Spawn vielleicht was Schnelles Richtung B zu machen? Oder einfach vielleicht einen Rundlauf? Eben über Park, Connector wieder rüber auf die B-Side. Oder erstmal defensiv warten, ob Swiftfox hier irgendwo offensiv reinpusht, ob sie sich viel erlauben oder ob sie ebenfalls komplett defensiv stehen. Aber alles Fragen über Fragen, währenddessen wir weiterhin auf den Start der zweiten Halbzeit warten. Jetzt geht's los. Zweite Hälfte. Seiten sind getauscht. Swiftfox auf der D-Side, Prismatic auf der T-Side. Mal schauen, wer die Pistolrunde für sich entscheidet. Wir sehen Kit, Smoke, 4x Kevlar bei Swiftfox, 3x Kevlar zu P250, Doppelsmoke, doppelt sich eine Granate bei Prismatic. Erstmal Mitte offensiv. Oh, die Granate kommt gut.
Na, Pony allerdings ist schon etwas früher zurückgewichen. Somit kein großer Schaden. Nur 3 HP hat er abgezogen bekommen. Und hinten auf B warten sie. Pony im Sprung. Währenddessen Prismatic langsam Richtung Toilets nach unten. Nehmen wir Richtung... Doch, ab in den Connector. Und jetzt geht das eben rüber auf die B-Side. Popflash wird bereit gemacht. Kommt. Und unten auf B. Ah, Pyrex geboostet in Kombination mit Mikael. Schaut Richtung kurz. Ahead macht ordentlich Krach auf B. Schießt überall mal hin, währenddessen das jetzt auf die A-Side losgeht. Smoke auf lang gesehen. Ja, Lelle am Truck. Nächster Smoke kommt rein. Close auf die Side, um hier durchlaufen zu können. Lelle hat eine Gap. Kommt mit der USB, trifft die Shots nicht. Oh, Lelle. Und Prismatic zieht sich erstmal zurück. 50 Sekunden, sie bekommen kein Entry. Jetzt erst geht's runter auf die B-Side. Mikael hört die Steps, kann ansagen. Rotation muss kommen. Unten Tishon Ahead, close am CT. Und das ist die Überzahl. 5, 4 gegen 3. Lelle, Pyrex. Ja, währenddessen Age schon angeschossen ist, runter auf 15 HP. Lelle schaut überall Richtung Wasser, den Headshot nicht. Age schon angeschossen, Pyrex von kurz zum ersten Schalke runter, so noch 2 gegen 2 Monster steht. Adrian kann nicht kommen, er muss warten. 10 dicke Spot in dem Wasser. Kommen sie zu 2, Adrian keine Chance. Punk und Ahead machen das klar und es gibt die 5. Runde auf dem Konto von Prismatic. Ah, Swift Fox mit Pistole und Kevlar, Doppel-Deagle auf Pony und Lelle. Warten ja erstmal, währenddessen Prismatic mit 3 MAC-10s das Ganze auf die kurzen Distanzen spielen möchte. Warten erstmal im Connector, ebenso wie vor der B-Side, ob man hier bei Swift Fox offensiv agiert. Und da genau stehen die auch mit 4 Mann im Connector drin. Warten drauf, dass Prismatic hier die ersten Infos abgibt. Storm. Kommt ganz langsam, Stückchen für Stückchen näher Richtung Stairs. Auch AKM ist mit dabei. Und jetzt pieken sie mal. Gegen 2. Storm defensiv. Pyrex pusht rein, schaut sich nach rechts, kommt zum zweiten. Jawohl. Direkt mal 3 Kills im Connector. Und Lelle ist alleine. Deagle gegen 5. Ahead, Storm, AKM angeschossen. Ahead jumpt auf der Side. Lelle. Ah, Aim Punch bekommen, 36 HP, versucht es nochmal nachzusetzen. Erst ein Stück gesetzt gegen Ahead. Jetzt kommt der Doppelsmoke im Heaven. Er sollte nichts mehr abbekommen. Unten steht schon, abgeschossen worden. Punk pusht ihn rein. Das war's. F6. Bis Magic mit den ersten beiden Runden aus der zweiten Halbzeit. Hat gute Chance, sich jetzt durch die Pistole-Ecke und zur Shift-Fox nochmal eine raufzuschießen, auch mal eine draufzulegen. Mitte schnell Granaten geworfen, MAC-10 so viel Long Distance, jawoll. Kein Problem für die SMGs. 11 zu 7. Der Vorsprung schrumpft auf 4 Zähler. Und Swift Fox, auch hier braucht man unbedingt den Erfolg der ersten Byround auf der City-Side. Währenddessen Prismatic nächste Runde nochmal notfalls reinkaufen kann, sofern man verlieren sollte. Beide Seiten mit der AWP. Lelle, genauso wie Punk. Ja, aimt erstmal Mitte ab, schaut rein. Granate kommt, schaut oben Richtung Party. Pyrex im Connector. Lelle schaut außen. Das hat nicht von oben gepusht, dass er nur unten schauen muss. Refired. Aber noch sitzen die Shots nicht. Währenddessen kurz muss er aushelfen. Jawohl, Pyrex macht das gut. Trade Kill sitzen bei Swift Fox. Das Ganze jetzt im 3 gegen 3. Swift Fox. Ah, sie warten auf die Infos. Sie warten drauf, wo Prismatic wohl zuschlagen wird. Sie haben 70 Sekunden auf der Uhr. Bereits beide Seiten 2 Spieler verloren. Flashbang kommt für lang. Ja, sitzt nicht ganz. Trotzdem lange erstmal nicht offensiv reingeämmt. Lelle im Sprung in Richtung kurz, Richtung lang, überall hin, um hier frühzeitig zu sehen, wo Prismatic es hin verschlägt.
Und da muss er aufpassen. Lang kommen sie vor. Punk aimt ab mit der AWP. Erster Smog von Lang auf die Ace und Flashbang. Lelle ist blind. Oh, da muss er aufpassen. Kommt und trifft den Shot nicht. Aim Punch ist real. B-Rex muss traden. Schafft es nicht an der Smoke Hunter. Unterzahl für Swift Fox. P-Rex, Adrian. Und die beiden gehen in den Safe. Man rechnet sich hier keine großen Chancen mehr aus. Eben gegen drei Spieler von Prismatic. Hat ebenfalls kein Deathkit. Und von daher Mission M4, Kevlar, Smoke und Flashbang durchbringen für die nächste Runde. So langsam wird es kritisch bei Swift Fox. Er hat die letzten vier Runden abgegeben auf der City-Side. Bisher keine einzige Runde für sich entscheiden können. Und Prismatic macht den Anschein, ob sie hier ausgleichen wollen, ob sie hier mehr wollen als nur das Unentschieden. Wir sehen, die beiden M4s werden mit Kevlar-Pistolen unterstützt. Mikael springt Richtung Kurz, schaut, ob er was sehen kann. Hinten kommen sie durch. Jawohl, Info gesehen, Schüsse gehen rein ins Holz und hinten, Pony, mit dem ersten B250-Shot Richtung Short, erstmal nicht getroffen, Pirex und Elle beide im Connector. Währenddessen, man wartet bei Swift Fox, Budget AKM, Prefire Richtung Holz, Storm hinten Connector, aimt erst von ab, Smoke liegt noch. Na, werden erstmal schon viele Granaten geworfen auf beiden Seiten. Ah, oh, Pirex, wunderbar, im Connector, unten muss hinten Storm hinten zu traden. Den können wir jetzt so mit A-Hit, aber oben pushen sie raus. Mit da oben steht Punk mit der AWP, aimt ab. Währenddessen unten B-Rex. Ah, fast den Triple Kill schafft. Trotzdem ist die Überzahl da. 3 gegen 2. Triple Rifle bei Swift Fox aufgenommen. Limes und Punk mit AWP und Galin müssen das Ganze irgendwie wieder rumdrehen. Bombe haben sie aufgenommen. Limes ebenfalls M4 geswitcht. Flasht einmal Richtung Kurz. Währenddessen die beiden jetzt oben Richtung Toilets auf die A-Side laufen. Und da stehen Adrian und Pony. Warten drauf, dass die beiden sich hier zeigen. 30 Sekunden für Prismatic. Eine Smoke, ein Molotov. Swift Fox ebenfalls. Nur eine Smoke auf Mikael. Adrian und Pony. Ah, Smoke kommt rein. Info haben sie. An der Smoke spielt er mit ihm 19 Sekunden. Die Zeit rennt. Adrian wird an. Kann den Kill noch setzen. Und dann kommt Pony von der Seite. Macht den Doppelkill. Und Swift Fox sichert sich erfolgreich die erste Runde in der zweiten Halbzeit. Bin ich Prismatic mit noch enorm viel Geld auf der Bank. Wir haben hier 2, 3, 5.000. Das heißt, auch hier geht es nochmal in den Full-Buy. Vielleicht versuchen, Swift Fox dann zwei Runden in der Folge zu holen. Lang Flash, Pirex ist nicht blind, schaut gegen zwei Mann rein. M4, Close Distance, Pirex! Sieht AKM, Doppelkill auf Lang. Und das ist vernichten für Prismatic. Wir sehen Ahead und Storm wieder alleingelassen im 2 gegen 5, stehen auch vor B. Sie haben 80 Sekunden auf der. Und was macht man damit? Was versucht man? Pony bekommt eine Flashbang Richtung Lang, hat die Info, die Bombe gespottet. Und somit kommt schon die Rotation von Mikael. Storm mittlerweile Richtung Kurz unterwegs, Ahead Richtung Lang. Guckt hier, hat gesteppt. Oh, das könnte böse enden. Schaut Richtung Side, Richtung Wasser. Popflash kommt, Free Fire Shots gehen nicht in ihn rein. Es kommt da jetzt von Adrian. Und Storm muss es machen. Allein die Mittelbombe. 1 gegen 5. Wieder auf kurz. 40 Sekunden. Hört die Steps rechts Richtung einer Röhre. Weiß, dass Barrels stand. Adrian ist raus. Storm. Den zweiten schafft er nicht. Der Pirix ist da. Richtet mit ihm auf kurz. Kann den Trade sichern. 13-8. Wieder 5 Runden führen für Swift Fox. Und Prismatic
In der vorerst vielleicht letzten Ballround. Bevor es in die Pistol-Sparrunde geht. Jede Runde ist jetzt extrem wichtig und jede Runde muss jetzt drin sein. Pony, wieder im Sprung. Ja, kurz nicht gespottet. Schießt mal auf Prediction rein, trifft die Shots erstmal noch nicht. Hoffentlich für lang kommt. Mikael mit einer Granate für kurz. Oh, die dürfte sich gewaschen haben. Nein, macht mit wenig Schaden an AKM. Erstmal keiner bis gar kein, also wenig bis gar kein Schaden auf beiden Seiten. Jetzt die Info gesehen. Hinten Pony weiß, kurz stehen sie zu zweit. Prismatic ebenfalls oben Richtung Toilets unterwegs. 60 Sekunden für die Jungs von Prismatic. Downside steht Lelle, geboostet. Schaut Richtung Toilets rein. Erst der Smoke kommt. Close geworfen, schaut nach Outside, Inside. Hinten Bombe nicht gespottet. Lelle weiterhin fokussiert Richtung Toilets. Und dann ist Punk da. Erster Entry sitzt. Hinten Punk natürlich, weiß er, dass sie dabei waren. Downside steht noch Mikael, kommt jetzt nach oben, hat Motor von Smoke, muss traden gegen Punk. Ah, Hedgehog fliegt nicht. Und wir sehen's, Swift Fox. Die Bombs hat es eingenommen von Prismatic, von daher instant Rückzug. Ab auf die B-Side. Geld. Ja. 4000 bei Pyrex, 6 bei Lelle. Von daher, wenn man diese drei Waffen durchbringen kann, geht's auf jeden Fall nochmal in den Versuch, Prismatic in der Fullback Round aufzuhalten. So langsam geht's hier um alles oder nichts. Swift Fox nah dran an der magischen Overtime, der magischen 15. Währenddessen Prismatic dazu noch 6 Runden wieder gut machen muss. Hier diesmal auf den 3-Mann Midstack. Flasht Mitte, smoked Mitte. Hinten muss sich Limes erstmal zurückziehen. Ja, Connector kommt jetzt nach vorne, Storm über kurz, prefiren sie, Pony hört die Steps, genauso wie Adrian, Molotov kommt rein, muss also aus dem Graffiti raus. Und dann kommen die Prefire-Shots rein, A-Head angeschossen, AKM runter 50, Pony ebenfalls auf 50, boosten sich wieder. Man wartet erstmal ab, schaut, ob man hier vielleicht Punk sehen kann im Boost. Erstmal gibt es hier noch keine großen Infos, außer die Pre-Fire-Shots auf beiden Seiten. Punk. Droppt runter. Bombe kommt hinterher mit A-Head. Smoke bereit gemacht für Heaven. Prismatic. Hier wohl gewillt, das Ganze Richtung B zu starten. Dass Smoke Heaven sitzt. Molotov Richtung Barrels. Jetzt geht's los. Ab auf die B-Side. Flashbangs kommen von Swift Fox. Molotov Richtung kurz. Zeit rennt runter. 30 Sekunden für Prismatic. Und sie müssen durchlaufen. Pony den Info. Jobbt unten runter. Im Wasser steht Mikael. Smoke geht überall auf. Bombe ist onside. Auf der Box drauf. Mikael. Ah, Bombe gelegt. Können sie erstmal nicht verhindern. Wasser steht hinten. Mikael muss aufpassen. Der Session ist Überzahl jetzt wieder für Prismatic. Und irgendwie müssen das Ganze traden. Pyrex vielleicht mit der M4. Lelle oben tritt den AWP-Shot nicht. Guckt nochmal Richtung Monster. Und dann ist er raus. Und Prismatic machen ihren Job gut. Die holen die Runden jetzt zurück. Besser spät als nie. Und Swift Fox muss erstmal in die Pistoleka-Round reingehen. Head Prefer Richtung Short, trifft erstmal keinen Anschuss. Pony Mikael offensiv auf kurz, währenddessen man ebenfalls im Connector-Rennen steht. Und wieder Prismatic
darin dann Richtung Connector oder Richtung B zu kommen, aber die bauen sich erstmal breit auf. A hat AIM B ab, unten Storm den Connector, und dann ist AKM Punk hinten die A-Side. Sie warten drauf. Sie warten auf die Infos von Swift Fox. Weil die natürlich geben nichts von sich her. Warum auch? Stelle, schaut man nach oben. Erster Smoke kommt für Toilets. Pyrex wird ebenfalls mit Close. Sie haben Doppel Farmers, Triple CZ. 5-7, Entschuldigung. Pyrex. Aimed. Open Party, Shit Punk. Schaut natürlich in den Connector rein. Choppt jetzt runter. Swift Fox bleibt weiterhin defensiv. Jetzt kommt Mikael, macht den ersten Schieber auf die A-Side. AKM fokussiert Richtung Toilets, Richtung Connector. Bomber schiebt jetzt hinten nach und unten könnten sie langsam hochkommen. Und da könnten sie Glück haben, gerade wenn die Bombe rumkommt. Stormjay. Jay kommt, sneakt sich vorbei. Lele weiß, kurz steht, piekt raus. Ah, Trade geschafft er nicht. Zum Glück ist Adrian da. Und Onside, Mikael abgeschossen worden, 50 HP, weiß wo Punk steht, CZ, Headshot fliegt nicht. Und immerhin eine Ecke, die sie sichern können. Adrian, Pyrex, 2 gegen 3 Unterzahl. Bombe liegt, oben holt er sich Pyrex, jawohl, Trade kommt, Adrian 1 gegen 1. Und das ist eine Chance. Kevlar, AK gegen Kevlar, Helm und AK, Punk, geht richtig, sieht in den Tremortor Force in hinten raus, Punk. Und dann sitzt der Spray down. 11. Runde für Prismatic. Und die Runde war wichtig. Prismatic jetzt ebenfalls wieder mit 3 Runden in Folge. Währenddessen Swift Fox die Byron-Round gewinnen muss. Die brauchen die Byron-Round. Ansonsten kann Prismatic ausgleichen. Punk offensiv schnell in Connector drin, währenddessen sie oben defensiv stehen in Toilets, Pyrex, Lele, eben erstmal Richtung Party, Richtung Connector rein. Auf kurz wieder Storm, Punk raus. Schauen mal, ob sie hier vielleicht schnell den ersten Pick setzen können. Ja, wollen sich hier boosten. Punk oben drauf, schaut Richtung Heaven, sieht keinen. Also wird erstmal weiterhin alles ausgeglichen in 5 gegen 5. Granaten, ja, schon gut was weggeworfen worden auf beiden Seiten. Wird Fox insgesamt mit ein paar weniger Granaten in der Hand noch als Prismatic. Kommt jetzt langsam nach oben Richtung Toilet. Smoke leak, pusht outside durch. Hinten steht die AWP, Lele piekt rein, holt sich Storm ab. Ah, der erste Fall hat es gemacht für Swift Fox. 48 Sekunden.
So, da bin ich wieder. Aktuell 15-11 für Swift Fox. Ihr habt beide Runden gewonnen. Gewinnen können einmal durch den Defuse, einmal durch die normale Elimination. Und jetzt die Frage. Man hat 4 Map Points. Und Prismatic. Die brauchen ein kleines Wunder. Und irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja gut. Okay. Okay. Ja. Wir gucken mal kurz nach. Ich nehme mal an, dass das jetzt der Endstand ist mit 16-11. Schade, dass da die ESEA direkt mal den Strich durch die Rechnung macht. Da kann man nichts machen. Aber ja, 16-11 gewinnt SwiftFox gegen Prismatic auf Overpass. Das haben wir auf jeden Fall richtig gut gespielt.